Weekend ist ein geiles Produkt. Absolut genial und ich freue mich jedes Mal, wenn es im Postkasten ist. Weekend ist ein Traum. Gute Interviews, jetzt ist ja gerade eines mit mir erschienen. Muss ja gut sein. Weekend ist das beste aller Magazine auf dieser ganzen großen weiten Welt. Das den Titel trägt, den ich liebe, das Weekend. Für mich meistens gestrichen, deswegen lese ich es so gerne. Ein heißer und verführerischer Abend. Bühne frei für die Gala im Grazer Kongress. 11 Jahre Weekend. Und was wissen die Gäste eigentlich über das Magazin? Zeit für ein kleines Quiz. Also das erste Mal herausgegeben worden? Ja, super Frage eigentlich. Oh Scheiße. 2011? Viel zu spät. 2017, 2006. 2012. Ah, Blödsinn, 2012. Ja, im Rechnen war ich immer sehr schlecht. Also von 2017, 11 Jahre zurückrechnen, übersteigt meine persönlichen Qualitäten. Ja, das ist jetzt eine gute Frage, weil wenn das jetzt 11 Jahre ist und wir am 17, dann muss es gewesen sein 2006. Nein, war nur Spaß. Also das schaffen wir gerade noch, okay? Das Weekend-Magazin als Monatsmagazin erscheint monatlich. Dem Namen nach zu urteilen, sollte man glauben, es kommt jede Woche, aber meiner Meinung nach kommt es alle 2 Wochen. 10-mal im Jahr. Das ist schwieriger. Ich schätze 5-mal im Jahr. Wöchentlich. Alle 14 Tage, soweit ich das weiß. Wöchentlich? 14-tägig. Aber ich lese es immer 2-mal. Deshalb für mich wöchentliche merkt man nicht so viel. Ein besonderer Artikel war ein Sportartikel vom Robert Eichenauer, vom Chef persönlich, über ein Fußballspiel, über Barcelona. Über das habe ich mich sehr herzlich sozusagen unterhalten. Ich bin ganz happy, weil ich habe mich in der neuesten Ausgabe in der Mitte wiedergefunden. Da wurde gewertet, welchen Platz man unter den Top 555 der Steirer hat. Und das habe ich noch nie erreicht. Also ich bin nicht nur bei der Grazwahl auf Platz 1 gelandet, sondern auch bei euch. Dafür sage ich Danke. Für heiße und verführerische Überraschungen war natürlich gesorgt. Wenn ich verführerisch finde. Es waren heute sehr viele heiße Models auf der Bühne. Von daher gäbe es da einige aufzuzählen. Ja, alle wunderhübschen Damen, die da hinter mir stehen. Also heiß und verführerisch ist meine Frau. Ich glaube, meine Freundin. Das ist auch eine Fangfrage, gell? Ich finde die Kathi sehr verführerisch. Also ich überlasse es jetzt der Fantasie des Zuschauers, welche ich meine. Den Robert Eichenauer. Modelpotenzial habe ich momentan nicht, aber ich bin auch nicht zuversichtlich, dass das wieder irgendwann werden wird. Ich bin zwar ein verdammt süßer, hübscher Typ, aber ich glaube, ich bin ein bisschen zu klein. Ich schaue mir das lieber an, die Mädels. So, bitte, einmal von oben nach unten. Die Antwort ist nein. Ich glaube, ich hätte bestenfalls Manager-Model-Potenzial. Als Model im klassischen Sinn bin ich wahrscheinlich mit meiner momentanen körperlichen Konstitution nicht geeignet. Nein, ich bin für Model viel zu klein. Für Sportkleidung war es einmal, glaube ich. Jetzt könnte ich mit Anzügen und Krawatten durchaus noch was vorführen. Ja, das ist eine gute Frage. Also.
wahrscheinlich eine Abfahrtshocke oder ein Fußball mit Gabardeln. Ja, meine Pose wäre natürlich wahrscheinlich so wie der Mitscher, der Carlsen in Baywatch, ja, mit einer roten Boje in einer Short, ja, laufend, ja, Slow Motion. So, das wäre meine Pose, würde ich meinen. Liebes Weekend-Magazin, herzliche Gratulation zum 11. Geburtstag. Es ist jedes Jahr ein wunderschönes Ereignis hier. Prost, Prost, Prost und viel Glück für die Zukunft. Viel Energie, toi, toi, toi und immer unter Hochspannung bleiben. 2-1er, das bringt Glück. Ich wünsche mir für das Weekend zumindest einen 1er dazu. Der Print ist nicht tot, weil das Weekend ist besser da wie je zuvor. Alles Gute. Alles Gute, Happy Birthday Weekend.